Sorry Leute, ich weiß nicht, was da los war. Mein Bildschirm wurde einfach schwarz. Also ich werde das nacheinander bringen, weil es tut mir halt leid, das wird wahrscheinlich. Vielleicht mache ich auch Fortsetzung folgt. Das seht ihr ja. Ich werde es jetzt noch nicht wissen, aber ihr werdet es wissen. Okay, ich hole dann diesen Ofen, weil den habe ich nicht, weil ich noch nicht gespeichert habe, aber ich habe das hier alles behalten. Die Mario-Blume. Und hier noch ein bisschen von West. Ich würde gerne wissen, ob das wirklich diese Stärke bringt. Okay. Okay, also bringt das jetzt wirklich Stärke? Wo ist diese Er Nahkampf an. Hä? Ah, verbessert Nahkampffähigkeit. Das heißt, ich mache, glaube ich, wirklich mehr Schaden, wenn ich richtig liege. Aber vermeidet Abwehr. Was heißt das? Das heißt, ich habe keine Defense, während mich jemand angreift. Ich bezweifle das, aber. Komisch. Okay, gleich gehe ich jetzt nach rechts, aber ich wollte jetzt den Helm. Alter, ganz ehrlich. Das dürfte auch ein Helmofen sein. Ich gehe jetzt hier lang und hoffe, dass ich hier auch was finde. Eine schöne Chestregal. Ich habe schon die Hälfte meiner Leben verloren und ich bin gerade mal runtergelaufen. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Ja, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Nee, kein Dämon. Ich hab drauf jetzt gar keinen Bock. Spider-Man, Spider-Man, du, Spider-Man. Spider-Man. Nein. Oh. Dein Film trifft ja niederlegen. Ich schon. Bin halt nicht so gut im Ziel. Fuck you off. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, da unten ist noch eine Chest. Ich sehe sie. Ich sehe die Chest. Okay. Jetzt will ich mir erst die Chest da unten. Die snack ich mir. Und zack. Ey, zum ersten Mal habe ich einen Bogen. Obwohl ich tausende Pfeile hier habe, habe ich noch nicht mal einen Bogen. Das ist so traurig. Egal. Okay. Ey. Wie gut ist dieser Bogen eigentlich? Ich hoffe, der ist gut. Oh. Ja gut, die Pfeile sehen schon mal geil aus. Natürlich will ich dieses Wasserbuch hier. Soll ich den. Ihr könnt mal sagen, soll ich diesen Bogen verwenden gegen. Ob der gut ist gegen die Wall of Flash? Könnt ihr mir mal sagen, ich diesen Bogen nämlich noch nie gesehen. Sorry, aber ich bin wirklich noch nie gesehen. Was ist das für ein Bogen? Aber ich meine es jetzt ernst, ich spiele ja gerade zum ersten Mal im Laptop und auf der PlayStation gibt es den gar nicht, diesen Bogen. Komisch. Egal. Sag mir Bescheid, ob der wirklich gut ist. Ob er gut gegen Okram ist. Nicht gegen Okram, gegen die Wall of Flash. Ich kämpfe noch gegen die Wall of Flash. Das Okram ist nur eine Weile. Ich weiß jedenfalls, er ist der stärkste Boss. Ohne Mods jedenfalls gesehen. Meine ich jedenfalls. Wenn nicht, ist. Stimmt, kann man ihn mit Mods verbessern. Ich teste ihn mal aus gegen den hier. Okay, der ist gut. Er hat ihn getötet und mein Schwert braucht ungefähr 3 Hits, um den zu töten. Fließ, Lava, fließ. Okay, wie viel habe ich davon? 52. Ist doch ganz nah. Das kann ich total vergessen. Ich bin lieber so.
sicherer. Okay. Okay, also könnten wir auch mal sagen, wie ihr das findet mit der. Oh, dieses Item, dieses ist stark. Was muss ich, was werfe ich raus, was werfe ich raus? Ich brauche noch. Ah, weg damit. Fuck. Ah, ich brauche sowieso die Level 1, jetzt bin ich nicht mehr, ich habe Level 2. Zum Notfall kann ich ja irgend so einen Boss machen, der ganz einfach ist. Ah, auf Kassel sag ich da einfach nur. Beide Schweine. Beide Schweine. Von Simpson, falls es jemand kennt. Simpson, der Film, sagt er zu mir. Ganz ehrlich, man sagt mein Bogen. Frisst das. Hoho, dieser Bogen ist richtig geil. Richtig stark auch. Und da ich 1000 Munition habe, wieso soll ich ihn nicht verwenden? Wahrscheinlich hat mein Freund gesagt, das ist das Beste, weil der leicht zu verwenden ist. Also dieses Buch. Aber der hier ist wahrscheinlich noch stärker, dieser Bogen. Aber der wusste halt nicht, vorher so viele Pfeile päckelt. Ich habe schon so viele Pfeile, also ist jetzt. Willst du mich verarschen? Ah, da geht doch. Ich bin durch. Ich bin durch. Das ist meine große Schrift. Oh, das hat mich jetzt irgendwie an. Wie heißt er nochmal? An Star Wars erinnert, weil der hat doch auch diesen. Fuck, fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Aber das war's auch schon. Ich habe alles, was ich wollte. Von der Heldenchest. Was wollte ich da eigentlich? Ach ja, ich wollte irgendwelche Heldensachen. Und ich habe diesen nice Bogen bekommen, sag ich dazu. Und der ist noch fromm. Das ist die beste Verzauberung, glaube ich, für den Bogen, für Blumen und für Hammer. Für den Paladin Hammer weiß ich, dass das die beste Verzauberung ist. Ups. Okay. Was ich auf jeden Fall brauche. Ach, warte. Was ich jetzt mache noch. Ich mache noch ein ganz bestimmtes Schwert, das richtig heftig ist. Und ich meine, das nicht das stärkste Spiel im Schwert ist, aber es führt zu einer der stärksten Schwerter im ganzen Spiel. Und zwar der Terra Blade. Das ist meine Uhr. Die piept manchmal. Gehen kann ich nichts machen. Okay, jetzt brauche ich erstmal, wo sind diese? Ah, ich muss jedenfalls noch die Rüstung mehr besorgen. Das heißt, ich werde noch offscreen in die Höhle reingehen. Also, in die Höhle. Das hier ist doch der Hellbogen. Okay, ist mir eigentlich egal. Sag mir nicht, für Schwert brauche ich 20 Stück. Ich gehe mal kurz in die Hölle. Also, ich werde dabei sein, weil ich keinen Bock habe, das zu cutten. Und außerdem ist das nur ganz kurz nach unten, wieder nach oben. Das Craften und das war's dann schon. Ich habe auch eine Frage. Welche ist die beste Waffe im ganzen Spiel, die auch richtig effektiv ist, ohne spezielle Sachen? Du hast nur diese Waffe. Du machst zum Beispiel, also fangst gerade an und kriegst zufällig diese Waffe, also die Waffe, die beste ist, welche effizient ist, nicht zu viel von allem kostet, also nicht viel kostet, Schwert kostet ja eigentlich gar nichts, deswegen zielen Schwerter nicht mit, weil ich dazu nur sagen, das ist nämlich unfair, weil sonst könnte man einfach so ein, ich glaube es gibt so ein Unicorn Sword, das wird dann als das stärkste gelten, aber ich rede, ihr könnt mal abstimmen, Schwerter, Mana und alles zusammen. So ist es. Ja. Schwerter, Mana und alles. Sag mal, welche die besten Waffen sind. Dann versuche ich sie mir zu besorgen von allen drei, von den beiden Kategorien. Und falls ihr mit der besten Waffe dieses Last Prison meint, aber ich habe gesagt, wir dürfen keinen dazu benutzen. Also wenn das, das hat ja ohne dieses, wie heißt nochmal, ohne das, wie heißt es nochmal, ohne diese Blume. Die Mana-Blume, kannst du es vergessen. Weil es kostet so viel Mana, das weiß ich sogar. Die kostet extrem viel Mana. Ohne Mana-Blume, da kannst du diese in die Tonne werfen. Das weiß ich auch, aber trotzdem ist sie stark. Aber es geht auch um Effizienz. Deswegen wollte ich eigentlich Schwerter und die getrennt lassen, weil sonst könnte man einfach das beste Schwert sagen, weil dagegen ist das ja halt machtlos, das Last Prison.
Ist auch richtig heftig ist. Ich meine, vielleicht gibt es ja bald noch einen neuen Boss, wo man die verschiedenen Items holen kann. Also wie heißt sie nochmal? Erstmal du frisst. Oh. Juhu. Und jetzt. Ah, da. Zack. In den Rücken rein. Okay. Also jedenfalls, ihr könnt mal schreiben, welche ist die beste Waffe? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Sag ich dazu mal. Zack, 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 zack. Oh, knapp. Ich möchte diese Lava hier abfließen lassen, damit ich auch diese. Ah, den kann ich nicht. Okay, der ist verloren. Jedenfalls, was ich noch brauche, ist die Rüstung. Weil mein Freund hat gesagt, ja, du brauchst die Rüstung nicht. Wenn du diese Technik nimmst, die von ihm, brauche ich eigentlich rein theoretisch auch keine Rüstung. Ich komme. Dun, 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 dun. Okay, das hat. Aber ich wollte sowieso eigentlich nur einen holen, habe so ein paar mehr geholt. Und zwar nichts, aber. Ich glaube, man braucht zwei für einen, also war es gar nicht ganz so schlecht, dass ich mehr geholt habe. So, ja, die Rüstung will ich haben. Okay, da. Zack, zack, zack. Und noch 7 Netze. Ja, da ist es. Jetzt mache ich mir das zu einem der stärksten Schwerter führt. Das ist nicht einer der stärksten Schwerter, sondern führt zu einer der stärksten Schwerter. Ich weiß, dass das ziemlich heftig ist. Ah, das hier brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und tun wir damit. Jetzt mache ich nämlich Feuer damit. Wie ihr seht, ja. Und das auch beim Mann so? Nee, anscheinend ist es nur ein Nahkampf. Geht vielleicht Bogen? Nein. Oh, aber diese Pfeile sind geil. Diesen Bogen benutze ich auf jeden Fall gegen die Wall of Flash. Ich würde es so verlieren. Jedenfalls werde ich die Wall of Flash besiegen. Die hat keine Chance. Sie hat keine Chance, keine Chance. Aber was ich noch machen muss, war, oh, das ist eine Tortur. Da werde ich meinen Freund fragen, ob er mir hilft, lernen. Du siehst, dass ich weiß es. Versucht der Laptop und hilft mir diese verdammte ganze lange Strecke. Weil ich muss durch die Hölle, so eine lange Strecke, komplett durch die Hölle. Ich fühle mich da einfach nur. Ah, ja, ich habe noch keinen Bock. Eigentlich, aber ich mach's, weil sonst werde ich die Wall of Flash nie besiegen. Kann ich einpacken, sag ich dazu. Zack, zack, zack. Und zack. Okay. Wo ist es? Das Schwert, das zu einem der stärksten Schwerter führt. Darf das nicht falsch verstehen? Es ist nicht einer der stärksten Schwerter. Aber für den Anfang ist es einer der stärksten. Ah, da ist ja. Die Klinge der Nacht. Oh. Geil. Halt, dafür brauche ich nämlich die wahre Klinge danach, aber Night Edge hört sich besser an. Dafür brauche ich das wahre Night Edge, Green Night Edge oder wie auch immer das auf Englisch heißt. Und da brauche ich noch das Green Excalibur. Und dann kann ich mir die Terrorblade machen mit zerbrochenem Schwert. Natürlich zerbrochenen Schwert, die brauche ich auch. Und das ist einer der stärksten Schwerter, das weiß ich. Vielleicht könnt ihr auch eine Top-3-Liste machen, die drei stärksten Schwerter, drei stärksten Mana-Waffen, aber auch Effizienz. Okay, das also war es ungefähr der Video und ihr könnt mir mal sagen, was ich hier bezahlen muss. Was muss ich da bezahlen? Explosive Trap Rope. 12 Beschwörungsschaden. Die beschwört irgendwas. Hä? Hä? Das habe ich bezahlt. Was habe ich bezahlt? Arrow Rope. Okay, was ist das hier? Okay, was ist das da? Was ist das hier? Was kann das?
kann das? Ich kaufe mal jetzt alles hier. Das ist einfach. Kann ich mir nicht leisten. Ja, was habe ich bezahlt? Ich muss das im Video nachgucken. Was habe ich bezahlt? Träge. Och, komm schon. Jedenfalls gehe ich gleich zum Goblin und muss dieses Schwert hier ein bisschen upgraden. Hey, was ist denn? Lord of Tentelgarden. Das wusste ich nicht, da redet. Was habe ich bezahlt? Kaufpreis 5 Defender Meal. Was ist Defender Meal? Kann das noch jemand sagen? Warum habe ich hier Saat drin? Ich habe lieber die Hölle, weil die ja okay. Das war's mit dem Video. Ich gehe jetzt noch zum Goblin. Ich hoffe, es wird eine Weile am dauern. Und das habe ich keinen Bock aufzunehmen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.